Was haben wir da? Schriftzeichen vorsätzlich beschädigt und für mich ohnehin unlesbar. Türe, kannst du das lesen? Ja, ja, Fritjof, Fritjof, Dere! Ich finde dich beeindruckend. Andere Zwerge würden womöglich nur ihre eigene Haut retten wollen. Du jedoch begibst dich auf diese Reise, entschlossen, Fritjof zu retten. Nun ja, ich wünschte nur, ich könnte dich so verstehen, wie du mich anscheinend verstehst. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, hältst du dich von allen Gefahren fern. Versprich mir das. Camweld. Wölfe. Warum ausgerechnet Wölfe? Dämliche Viecher. Komm, wir dürfen nicht trödeln. Ja, ja, Winkubot. Ich werde tun, was getan werden muss, aber ich suche nach dem Relikt. Fritjof ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg dorthin. Hier sollte ich vorsichtig sein. Türe, sind wir am Ziel? Was ist das hier? Graben Sie hier nach Relikten? Fritjof, ja? Du glaubst, Fritjof ist hier? Finden wir es heraus. Warte hier. Strecke deine Flügel, Sühnen. Meinen Namen fürchten! Ich werde euch alle töten! Dafür, was ihr mir angetan habt! Und Dulda! Und Ivaldi! Was sagt ihr, Claude, als du das Relikt gabst? Nichts! Aber ich habe zumindest noch meinen Kopf auf den Schultern. Ich fürchte Claude nicht! Bringt ihn her! Wir müssen gut aufpassen! So ist's recht.
bleibt nur auf Abstand. Verdammte Feiglinge! Ich werde euch alle töten! Dafür, was ihr mir angetan habt! Und Ulda! Und Ivaldi! Ihr werdet doch von Frithjof hören! Frithjof! Wer will das wissen? Sie für mich sühnen. Du weißt schon, dass wir keinen Ersatzschlüssel haben, ja? Meinst du, Claude wird erfreut sein, dass du ihn da hast runterfallen lassen? Dann hilf mir, ihn rauszufischen. Wenn es nach mir geht, kann der blinde Zwerg sowieso in seiner Zelle verrotten. Zeig es mir. Das muss der Schlüssel zu Frithjofs Zelle sein. Gunnbjörg schickt mich. Dein Volk und meines haben ein gemeinsames Ziel. Die Relikte. Nun, ich weiß nur von einem. Das verfluchte Ding hat mich geblendet. Wo ist das jetzt? Hol mich hier raus. Und ich sage dir, wo du es findest. Ja, kannst du laufen? Ich bin blind, nicht lahm. Aber ein falscher Schritt und ich bade in Lava. Ja, dann werde ich dich tragen. Bleib leise, Frithjof. Und du passt besser auf, wo du hintrittst. Gibt es hier noch andere Relikte? Keine Ahnung. Lass dich nicht töten. Du hast leicht reden. Der Weg ist frei, Frithjof. Frithjof, muss ich dir wohl ungesehen glauben. Frithjof, bitte werden wir gut an dich. Türe? Den Stern sei Dank, du bist in Sicherheit. Mir geht es gut. Also, den Umständen entsprechend. Hat er dich auch rausgeholt? Genug geschwätzt. Wo ist das Relikt? Plaudern ist nicht so deins, was? Machen Zwerge denn je was anderes? Guter Witz. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Das Relikt, das ich gefunden habe, ist bei Muspelsleuten. Im Palast, vermute ich. Und was ist es? Wenn ich das nur wüsste. Kaum hatte ich es aus dem Boden gezogen, gab es ein strahlend weißes Licht. Und das war das Letzte, was ich sah. Das habe ich nicht gefragt. Was vermag es zu tun? Außer unschuldige Zwerge zu blenden? Weiß nicht. Die Feuerriesen schienen auch nicht sicher zu sein. Deshalb haben sie es zu diesem Arschling von Gelehrten oben im Palast gebracht. Dieser Palast ist eine Feuerriesenfeste, vermute ich. Oh, ein Blitzmerker. Ivaldi wurde damit vor langer Zeit beauftragt. Jetzt ist Einar dort. Diese Eiterbeule. Er ist es, der dein Relikt hat. Einar?
Bitte so nam Einar. Er hat uns verraten. Ein Zwerg, der für die Feuerriesen arbeitet. Glaub ihm nur kein Wort. Wenn du die Gelegenheit hast, töte ihn. Ich werde entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wo ist dieser Palast? Wenn wir noch bei der Ausgrabungsstätte sind, kannst du ihn wahrscheinlich im Süden sehen. Ein überaus bescheidenes Gebäude auf einem großen Felsen. Überaus bescheiden, allerdings. Nun gut, ich werde mir dieses Relikt holen. Was wirst du tun? Was geht es dich an, wie auch immer du heißt? Wenn ich herausfinde, dass du den Herrn Asgards belogen hast, werde ich mit dir reden wollen. Du bist... Ach, du meine Güte. Ja, also, ich habe hier nichts zu verbergen. Wir gehen zur Zuflucht, um Gunnbjörg zu sehen. Wohlan. Wenn du die Wahrheit gesprochen hast, müssen sich unsere Wege nicht noch einmal kreuzen. Ein Berg ohne Gleichen. Wenn Frithjof die Wahrheit gesagt hat, ist der Palast auf dem Gipfel. Die Höhe dieses Bergs missfällt mir. Wären wir in Asgard, hätte ich längst seine Einebnung angeordnet. Ja! Haben die Zwerge bei all ihrem Einfallsreichtum keinen einfacheren Weg auf den Berg ersonnen? Ja! Man sollte allein diesem Aufstieg eine ganze Saga widmen. Wie riesig dieser Berg ist. Jetzt nur nicht abrutschen, sonst breche ich mir den Hals. Das wäre eher unschön. Hier! Ich darf hier nicht erwischt werden. Sieh mal nach, Sönen. Das Relikt? Es geht uns nichts an, was es tut.
Was? Was war das? Könnte das Surts Sohn gewesen sein? Ich sah die Krallenspuren im Glutzgemach, als hätte er es mit einem Troll getrieben oder so. Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Du verstehst das nicht. Nun liegt es im Schlummer. Nutzlos. Die einzige Möglichkeit, es zu erwecken. Ich habe überall gesucht, aber Ewaldis Aufzeichnungen sind ganz durcheinander. Sei versichert. Bis jetzt erfüllt es nur einen Zweck. Es lockt ungezielt an. Sag mir, wohin hat Surts Sohn das Relikt gebracht? Ich darf. Also, wer bist du? Ich bin der, den sie den erhabenen Asgards nennen. Dein Schicksal ist in meinen Händen. Antworte mir, bevor es hier von Feuerriesen wimmelt und ich dich ihnen überlasse. Nein, ich kann dir helfen. Du hast durch Glots Tor geblickt, oder? Und das Gewölbe gesehen? Ich kann dich hineinbringen. Wirklich. Ich bin ganz Ohr. Beeile dich besser. Das Gewölbe ist mit uraltem Seda versiegelt, aber ich kann dich hineinbringen. Kannst du mir zum Relikt verhelfen? Ja, aber das ist nicht der Lohn. Was im Gewölbe geschieht, ist das, was unsere Schicksale wirklich formen kann. Sie werden bald durchbrechen. Kannst du laufen? Ich glaube nicht. Nun gut. Und los. Bei Glot war ich deutlich besser dran. Du sagtest, du könntest helfen. Sag mir, wie, Verräter. Hör auf, mich so zu nennen. Ich mag für die Feuerriesen gearbeitet haben, aber das macht mich nicht zum Verräter. Du ringst mit der Vernunft wie ein Hase mit einem Eber. Ich durchschaue deine Lügen noch, bevor sie dir einfallen, Verräter. Leck mich doch! Weiter geht es. Toll! Toll! Geh weg!
Stirb nicht. Dann mach es nicht noch wahrscheinlicher. Was soll das denn jetzt werden? Los! Vorsicht mit dem Vieh! Wir haben Gesellschaft, Verräter. Hör auf, mich Verräter zu nennen, du Pferdearsch! Und los. Bei Glot war ich deutlich besser dran. Weiter geht es. Toll, toll! Bleib hier. Was? Wo gehst du hin? Hör doch, wir können nicht hierbleiben. Ich brauche jetzt Antworten, Verräter. Nenn mich nicht so! Ich hatte meine Gründe. Nicht, dass du etwas so schwer Greifbares wie einen Gedankengang verstehen könntest. Du Irrer, Bösartiger, Halbblinder! Wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Sie könnten deine letzten sein. Sie haben meinen Jungen, die Feuerriesen. Ich tat es nur, um ihn zu retten, verstehst du? Rette ihn, dann tue ich alles, was du willst. Ich führe dich sogar selbst zu Glots Gewölbe. Genug! Mein Junge. Oh, mein Junge. Was haben sie dir angetan? Lass mich. Sie wollte, dass du verschont wirst. Nicht ich, du verräterische Pestbeule. Ruhe. Balder würde es nicht wagen, so mit mir zu sprechen. Du hast dein Augenlicht verloren. Willst du deine Zunge auch noch verlieren? Drei Zwerge sind drei mehr, als ich vorhatte zu retten. Kann jemand von euch kämpfen? Natürlich nicht. Ich muss eine andere Verwendung für euch finden. Du schuldest mir was. Wir haben viel zu bereden, aber wir müssen den da in das Gewölbe der Ältesten bringen. Bist du... Weißt du, was du da sagst? Um das zu tun, bräuchtest du... Einen Sonnenstein, ja. Einen verstärkten, um genau zu sein. Wenn das notwendig ist, um die Feuerriesen zu vertreiben, Junge... Dann muss es getan werden. In Ordnung. Es gibt einen Sonnenstein, der Onastorp überblickt. Bring ihn zu mir, zur Fergelmeermühle, und ich werde schmieden, was nötig ist. Muss ich alles tun? Na, meinetwegen.